Ja, hallo, liebe Modellbahnfreunde. Heute mal wieder ein Film live und in Farbe aus besonderem Anlass. Es geht um den Neuzugang der Minitrix 218-499-2. Ja, das Modell wurde jetzt nach langer, langer Wartezeit vorgestern geliefert. Ich glaube, angekündigt im Jahr 2021 im Neuheitenkatalog, immer wieder verschoben. Letztes Jahr sollte sie eigentlich dann im vierten Quartal erscheinen. Dann wurde sie wieder verschoben auf Q1 und jetzt letzten Endes Q2. Und da hat man es wohl sehr genau genommen mit Q2. Hat sie dann wohl gleich am Anfang des Aprils ausgeliefert. Das Modell hat die Artikelnummer 16823 und ist wie gesagt von Minitrix. Also optisch gesehen muss ich sagen, ist Minitrix da wieder ein sehr guter Wurf gelungen. Was ich auch gut finde bei Minitrix, eben die angesetzte Steuerleitung und die angesetzte Heizleitung. Das finde ich eigentlich gut, dass die bereits werkseitig angebracht sind, die beiden Leitungen. Weil das ist immer Fummelei, sowas nachzurüsten, das fällt auch schnell ab. Also das muss ich sagen, ist gut gelöst. Hier vorne sieht man die. Die beiden. Also das ist eine sehr schöne Sache. Das Modell stellt eine 218 mit sogenannter Bärkühlungsanlage dar. Das sieht man an diesen Dachlüftern. Die wurde hauptsächlich in den 218.4 eingebaut und da im Wesentlichen bei Pilstick-Motoren. Und auch die 218-499-2 wurde 1979 als letzte Lokomotive der Baureihe bei MAK in Kiel gebaut und erhielt zunächst einen Pilstick-Motor, der dann irgendwann im Laufe einer Revision umgerüstet wurde auf einen MTU TB11. Den TB11-Motor, den erkennt man ja immer wunderbar an den parallelen Abgashutzen. Das ist ja so ein Erkennungsmerkmal dieser Motoren. Und ja, wenn man sich mal ein bisschen das Technische anschaut, weiß man auch, warum haben einige Loks versetzte Abgashutzen und eben die MTU-Motoren TB11 eben diese parallelen Abgashutzen. Das liegt ganz einfach daran, dass die MTU TB11-Motoren nur einen Abgasturbolader haben und alle anderen Motoren, alle anderen Bautypen der Motoren haben zwei Abgasturbolader, die eben an den Enden der Motoren seitenverdreht montiert sind. Dadurch kommt einmal der Abstand zustande, da ist der Motor dazwischen, und auch das Versetzte, ne, weil die Abgasrohre dann eben versetzt nach oben geführt werden. Und einige erinnern sich vielleicht, es gab auch von Minitrix mal eine Citybahn-Version einer 218, ich glaube es war die 218-137, die wurde auch mit versetzten Abgashutzen ausgeliefert. Da hatte ich erstmal nachgeschaut, wie kommt denn das? Ist da etwa ein Pilstick drin oder einer dieser neuen MTU 4000R Motoren, die es aber damals noch gar nicht gab. Und dann habe ich in den Dokumentationen bei MTU gelesen, dass die alten TB10 Motoren, die noch in diesen Loks verbaut waren, anfangs zwei Abgasturbolader hatten und deswegen auch da die versetzte Anordnung. Und die wurden irgendwann umgerüstet eben auch auf nur einen Abgasturbolader und erhielten dann eben auch diese parallelen Abgashutzen. So, auch wenn der Motor nicht der effizienteste ist, für Eisenbahnfreunde und auch Modellbahner ist ja nun dieser TB11-Motor einfach der Soundmotor, wenn man so will. Vielleicht auch nochmal zur Bezeichnung dieser Motoren, die heißen ja MTU 12V956 TB11. Was bedeutet das eigentlich? Gut, MTU ist der Hersteller, 12 Zylinder V-Anordnung und 956 ist der hundertfache Hubraum eines Zylinders. Also 9,56 Liter Hubraum hat ein Zylinder, kann man ja ausrechnen, kommt man auf etwa 114 Liter Hubraum für den gesamten Motor. T meint Abgasturbolader, B ist wassergekühlte Ladeluftkühlung mit Kolbenkühlung. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Modell zurück. Also wie schon eingangs erwähnt, optisch sehr gut gelungen, aufgesetzte Griffstangen. Und ja, also ich muss sagen, bisher konnte ich jetzt nichts finden, was da irgendwie nicht realistisch erscheint. Es gab wohl auch im Forum eine Diskussion, dass diese Griffstange vorne etwas klobig sei unter den Fenstern.
Nur wenn man sich Bilder in der Realität anschaut, ja, die sind wuchtig, ja, das ist einfach so. Ja, und dann gehen wir einfach mal durch die verschiedenen Soundfunktionen. Ja, was mich grundsätzlich ein bisschen nervt, ist einfach diese unterschiedliche Belegung. Ja. Zum einen bei Fleischmann ist der Motorsound auf F-Taste 1, bei Minitrix in der Regel auf der Taste F2. Ja, da geht schon los. Dann auch die unterschiedliche Anordnung. Also mit jeder Baureihe, mit jedem Modell sind die immer unterschiedlich angeordnet. Also warum kann man das nicht so machen, dass man zumindest die Grundfunktionen irgendwie immer auf die gleiche F-Taste legt? Dann hat man es einfacher. Auch nachher, wenn man mit der Maus fährt, da drückt man sich ja wirklich zu Tode. Man weiß gar nicht, welcher Sound jetzt am Ende da rauskommt. Ja, jetzt kommen wir mal zu den wichtigsten Funktionen. Klar, das Licht Nummer 1 mit Fahrtrichtung wechseln. Das ist das Erste, was wir haben. Dann haben wir unsere Herne einmal hoch und einmal tief. Ja, dann gibt es noch diverse Ansagen, zum Beispiel die hier. Na, die Blechelse versteht man eigentlich kaum. Gut, der klassische Schaffnerpfiff. Dann haben wir noch das Türenschließen. Und dann. Also an und für sich eine schöne Ansage, aber hilft mir nicht. Ich fahre hier auf Gleis 4 und nicht auf Gleis 3. Also, na gut, da müsste ich also immer auf Gleis 3 abfahren. Das Kuppeln übrigens bei dieser Lok auf der F-Taste 28, also ganz hinten, warum auch immer. Ja, da kann man auch den Kompressor einschalten. Oder Doppelhorn. Da kann man auf die Sifa-Taste drücken zum Quittieren, jo, wenn man es braucht. Und ja, tanken gibt es auch noch, die Geräusche. So, genug Sprit im Tank. Ja, und bevor wir den Motor anschmeißen, bringt unsere KÖF3 noch zwei N-Wagen. So, nun kommen wir zum spannendsten Moment der ganzen Angelegenheit. Wie klingt denn unser Motor? Thank you.
Ja, und nochmal zum Vergleich, das ist jetzt die 218 von Fleischmann aus dem Jahr 2020. Also ich muss sagen, optisch gesehen kann ich zwischen den beiden Modellen keinen gravierenden Unterschied entdecken. Also die ist sehr gut gelungen. Die wurde ja auch von Fleischmann völlig überarbeitet. Damals, es war ja so, anfangs hatten die Modelle diese ja, im Dach integrierten Stirnleuchten, was ja dem Vorbild nicht so entspricht. Das wurde irgendwann mal geändert. Da gab es eben diese kleinen Hörner, wie ich sie mal nenne. Also das Stirnlicht ist dann auch richtig dargestellt. Auch hier die Griffe wunderbar angeordnet und ja, auch die Fenster gut nachgebildet, auch die Innenausstattung, dieses Grün. Also so gesehen, die ist ja meiner Meinung nach genauso schön wie die andere von Minitrix jetzt. Aber jetzt glaube ich das Entscheidende, wie hört die sich denn an? Die verfügt auch über diverse Soundfunktionen, die ich aber jetzt nicht nochmal hier alle jetzt vorspielen möchte. Machen wir mal das Licht an und jetzt kommt das Wunderwerk der Technik. Lassen wir sie nochmal in die andere Richtung fahren. Also für mich ist das eindeutig der wesentlich bessere, authentischere Sound, den Fleischmann hier umgesetzt hat. Das Minitrix heulen und pfeifen, ja, es ist schon ein bisschen besser geworden gegenüber den ersten Modellen, aber das ist schon hier, Fleischmann hat da schon wirklich was Gutes gemacht. Also das ist eindeutig ein Vorteil, der Fleischmann 218. Ein leichter Nachteil bei dem Modell ist, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Minitrix Lok, deswegen habe ich sie mir eigentlich auch für die Zweigstrecke gekauft, für die Stahlstrecke. Die Stromaufnahme ist nicht ganz so optimal bei der Fleischmann-Lok. Da hat Fleischmann irgendwie durch die Überarbeitung eine kleine Verschlimmbesserung vorgenommen. Also die alten 218er waren da wesentlich robuster. Hier gibt es immer mal so nach längerer Standzeit kleine Aussetzer. Naja, aber gut, das geht. Ja, und hier nochmal das Ganze im direkten Vergleich. Rechts also die 218 499 von Minitrix, links die 218 von Fleischmann. Ja, Hauptunterscheidungsmerkmal, wie gesagt, ist die Kühleranlage. Die hat eine Bär-Kühleranlage in A-Form, die wie gesagt in V-Form, die beiden Bautypen gab es. Beides TB11-Maschinen. Also jetzt so im optischen Vergleich muss ich sagen, ja, ebenbürtig. Kann man nicht jetzt irgendwie sagen, die eine oder andere ist besser. Also sind beide wirklich Top-Modelle. Fahreigenschaften auch bei beiden gut, sehr gut. Also auch da gibt es nichts zu meckern. Ja, einziger Kritikpunkt ein bisschen ist eben der Sound von Minitrix, dieses Geheule da. Also ich weiß nicht, warum man das nicht besser hinkriegt. Also da muss ich sagen, das ist ein dickes Plus bei der Fleischmann 218. Aber wenn ich jetzt so mal das Fazit äußern darf. Also, wer jetzt nicht unbedingt so ein 218er-Fan ist wie ich, der wirklich jede 218 haben muss, der muss sich fragen, brauche ich jetzt die von Minitrix, wenn ich die von Fleischmann bereits besitze? Ich würde sagen, jein. Also, es muss nicht unbedingt sein. Die von Fleischmann ist eben auch klasse. Nur, die gibt es momentan so nicht mehr. Also, das ist natürlich klar. Dann steht eigentlich nur noch die Minitrix 218 zur Verfügung. Gut ist dann auch, dass man verschiedene Betriebsnummern hat und nicht die gleiche. Also von daher gesehen ist es eigentlich schon eine kleine Bereicherung. Also ich muss sagen, für mich persönlich ist es gut. Jetzt habe ich eben zwei mit Sound
Ob sie jetzt beide gleich klingen, ist jetzt mal dahingestellt, aber egal. Es sind wirklich zwei super Loks und ich freue mich, dass ich jetzt auch die Minitrix-Lok dazu bekommen habe und beide werden jetzt fleißig eingesetzt. Und das war es dann auch schon mit dem Oster-Special, die Vorstellung der neuen 218-499-2. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch euch einen schönen Karfreitag zu wünschen, ein frohes Osterfest und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!